Hoffe ihr auch. Auf geht's! So. Da sehen wir noch mal ein paar Stabberinos hier. Da geht's drauf. Und das One-on-One verbleibt. Kali die besseren Chancen. Private sichert sich den Map-Vot. Die Seitenwahl natürlich. Meine Güte. Ich bin doch bestimmt durch heute, ne? Alles klar. Plan B auf T-Seite, Private auf CT-Seite. Es geht los. Hypt euch rein, Private gegen Plan B. Wir sind live und ich hoffe diesmal wirklich nicht so wie gerade bei Nuke. Das war lustig gerade. Kein Ding, Raptus. Machen wir für dich doch gerne. So, Mirage, erste Map. B wird schnell angespielt, allerdings schon drei Jungs und Mädels. Nur die Jungs von Private. B gewesen, schon wieder rotiert, Richtung kurz, gepusht. Nicht auf dem Schirm, dass einige schon in den B-Apps sind. B wird jetzt executed. Raptus durch, Richtung Market. Findet Sessel natürlich, Herr Jubas. Wird von Kali genascht. Oh, danke, Bauer. Dann setzt sie mich ein bisschen weg. Und da war es dann auch schon vorbei mit der Runde. 1:0 Private Esports. Pistol Round entschieden. Sehen wir nochmal rein. Ja, 2A, 2B, einer in der Mitte. Der klassische Mirage-Aufbau, wie wir ihn kennen und lieben. Das ist mit einer Nate tief rein. Jumas aber nur, ja, tangiert den Peripher mit 3 HP weniger nur. Da ist die Nate schon erfolgreicher gewesen. Raptus auf 37 runter. Steht im Palace und wundert sich, warum er so wenig Leben hat. Hüpft jetzt raus. Wird gefragt. Kali mit dem ersten. Marco kann noch 2 machen. Marco kann 3 machen. Und da ist es auch vorbei. Ein quasi Full House. 3 für Marco, 2 für Kali. Ein paar schöne Frags. Da geht man noch gerne flawless raus. Und da steht 2-0. Da wird die Mitte aggressiv angespielt. Da kommt gleich bestimmt ein Support Flash. Es ist aber niemand da. Es sind alle Richtung A. 3 über Palace, 2 über die Rampe. So, Spot ist schon mal weg. Molotov kommt rein, um da noch ein bisschen Schaden zu machen. Aber da retaket man lieber. Und die 5 AK sollen es jetzt regeln. Der erste ist schon mal down. Und das ist 7, der gegen Yumas und das Support Flash von Azeri den kürzeren zieht. Kali jetzt von hinten. Macht den ersten gegen ND. Hat mit Yumas nicht gerechnet, der ihn da richtig schön refraggen kann. 4 gegen 3 Situation für Plan B. Und Raptus mit dem Kill gegen Maku. Danica gegen Sessel. Und jetzt ist es nur noch Jinzo, der alleine gegen 4 klatschen darf. Bei der Zeit 0 Chance. Da gibt es den Save. Bringt zwar die M4 durch und das Kit und die Smoke. Aber nicht die Runde. 2:1. Plan B kann aufschließen. Und Private nicht die Führung weiter ausbauen. So, da sehen wir eine 3-Mann-Deckung Richtung A, beziehungsweise aus dem Connector Richtung Mitte abgeaimt, um halt schnell reagieren zu können. Mitte wird jetzt angespielt. Gemeinsam ND und Danica stehen auf Anti-Flash, ziehen sich doch lieber wieder zurück. Das ist denen zu riskant, alleine in die Mitte zu gehen. ND. Raptus erfolgreich auf B. Da kommt aber direkt der Molo, um den Push zu unterbinden. Das ist wirklich gut mitgedacht gewesen von Jinzo.
Das heißt, mit dem Spray in die Mitte rein. Da stehen jetzt drei Leute. Und Azir nimmt die Bombe mit Richtung B. Oder geht der Underpass? Nein, er sollte eigentlich B gehen. Da ist nur noch Jinzo alleine. Ist zwar nicht bekannt, wo. Es kommt aber jetzt. Raptus gegen Jinzo. Erfolgreich. Und weiter geht's. Azir mit dem Bombplant auf Default. Nee, doch nicht. Lieber für kurz. Was sich dann auch so überlegt. Ja, und das versucht Private Esports gar nicht mehr. Das ist ein 5 gegen 3 mit Full Equip, das sie nicht holen können. Da gehen sie direkt safen. Das ist auf jeden Fall der Ausgleich für Plan B. Das 2 zu 2 auf Mirage. Und was für eine schöne Runde wir gerade von Raptus gesehen haben. Der hat die 2 Picks auf B geholt. Hat das Ganze soweit gesichert. Und damit auch tatsächlich die einzigen beiden Kills der Runde geholt. Gucken wir mal aufs Scoreboard, wenn wir jetzt eh schon die Zeit haben. Ja. ND und Azeri noch ein bisschen abwesend hier. Aber kommt vielleicht noch ein bisschen. Solange regeln Danica und Raptus noch. Und Jumas. Mit jeweils einer Handvoll Kills. Kali auf der Seite von Private mit 4 Kills oben drauf. Dann Mako mit 3, Jinzo mit 2 und Seven und Zessel mit jeweils einem. Also die Kills sprechen für Private, aber da muss noch was passieren. So, Mitte wird aggressiv angegangen. Marco sieht, dass der Molo kommt. Flash kommt, Anti-Flash stehen und schnell wieder zurückziehen. Das ist gut gemacht von Plan B. Wenn man jetzt schon weiß, dass da einer steht, der Molo kam von relativ close, dann eigentlich nicht einzeln reinfacen. Ich sagte gerade, gut gemacht. Jetzt habt ihr genau den Fehler gemacht. Danica verliert gegen Sessel das Duell. Der nächste in der Mitte auch down. Mitte Kontrolle auf jeden Fall für Private. Währenddessen allerdings Plan B den Last-Spot eingenommen. 3 gegen 4. Und Private im Retake. Nächste Model und Connector und die Flash kommt dazu. Blinded by the Light. Da gibt es einen schönen Song. Oh, Marco erstmal schön Smoke Richtung Palace werfen. Sessel Richtung Zeta. Sieht den ersten kein Raptus callen. Und läuft genau in drei Leute rein. Das kann er natürlich nicht wissen. ND mit einem nicen Spraydown gegen zwei in einer Folge. Jinzo noch mit einem. Kann aber nichts mehr holen. Stirbt jetzt mit der Bombe. Und Raptus überlebt es mit 2 HP noch. Hier, guck mal. Die ND-Kills. Die kriegt jetzt nochmal als Replay. Richtig schön aufgereiht, richtig schöne 2 Frags gemacht. Das war super, das war elegant. Weiter geht's. 2 zu 3, Private gegen Plan B. Es wird sich eher Richtung B aufgebaut, Under abgemollot. Man darf auf jeden Fall nicht mit einem Gegenpushenden in den ersten paar Sekunden der Halbzeit rechnet, beziehungsweise der Runde rechnet. Ansonsten wird erstmal abgeaimt. Man guckt natürlich jetzt bei Plan B, ob Private da reinrennt. Da gibt es eine Stair Smoke von Jumas und ein Molo hinterher. Oh, die Smoke kam nicht an. Ich glaube nicht, dass sie liegen sollte. Flasht sich rein, geht ein bisschen auf A auf Contact. Das soll wahrscheinlich der Fake sein von Azeri und Jumas, die da tatsächlich den Fake ganz gut verkaufen, indem sie noch einen holen. Allerdings fallen beide. Rotation hat nicht wirklich eingesetzt, allerdings B-Spot, na sowieso die klügere Wahl, da steht ja nur Seven. Und wenn Raptus weiter so macht wie vorher, snackt er sich Seven jetzt weg. Zack, da ist er und der Spot ist offen. Da ist wieder der 3 gegen 3 Retake. Bombe wird runtergedroppt. Nice Shot. Dann die direkt mit dem Vorbeilaufen mal eben aus dem Fenster gefickt. Pickt. Ich hab pickt gesagt. Ja, Raptus im Market. Gegen Kali, der da eigentlich nur noch safen kann. Das 1-on-3 kann er nicht machen. Das funktioniert so nicht. Und damit das 2 zu 4 für Plan B. Hui, da ist der Frag noch für Danny. Wunderschön. Guck mal,
Diese vorbeilaufende AWP, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Hier erstmal den Spot clear. Da ist Danny. Eben die Bombe runterlegen hier. Ach, guck mal, den nehmen wir noch mit. Ey, wir sehen hier heute fantastische Shots, ne? Und ich bin so froh, dass ich das mit euch machen kann. So, klassischer Execute. Smokes fliegen, wir lassen schon mal direkt rein. ND traded Kali. Noch einer an der Wund, mit dem hat er nicht gerechnet. Raptus jetzt dabei, das Ganze zu refracken. Wunderbar, da ist er. Spot wird gecheckt. Ein Appell ist bekannt. Einer Stair ist bekannt. Jetzt fehlt hier noch unbekannt. Ah, Danny veraimt Richtung Stairs. Trifft den zweiten. 2-on-2. Allerdings zwei Deagles gegen zwei Waffen. Erster weg. Jinzui hat sich jetzt die AK gekrallt. Kann Danny naschen. Azuri, 1-on-1 gegen Jinzo. Und entscheidet das Ganze. 5-2. Plan B, das sind wichtige Punkte für euch. Plan B gerade auf dem letzten Platz der Tabelle. In der Division 2.2. Private Esports auf dem dritten Platz der Tabelle. Für Plan B geht es tatsächlich um wichtige Punkte im Klassenerhalt. Für Private geht es um wichtige Punkte, um in die oberen Tabellenplätze aufzusteigen, um vielleicht den Direktaufstieg klarzumachen. Weil das natürlich hier keine leichte Sache ist, denn Omen Academy, also Big Academy, spielt tatsächlich gar kein schlechtes CS in dieser Season, genauso wie in der letzten halt auch. Wo sie es ja in der Relegation nicht hingekriegt haben. Raptus! Der Bang! Wie aus dem Trilltorial. Mittellinks von Jinzo bestraft. Aber, das muss man ihm zugute halten. Der war echt fresh. Ja, wirklich fresh. Oh, das ist erfolgreich gegen Azuri. Und da ist es zum 3 gegen 3 gekommen. Jetzt wird auf A rotiert. Frage ist: Ist Yumas bekannt im Jungle? Der hört natürlich einiges an Rotations, kann da einiges ansagen für seine Mates. Da gibt es den Stairsmog. Und das wird nur der Fake. Es wird nochmal rotiert Richtung B. Burning Knight, das passiert den Besten. So, B wird executed. Jinzo kann den Frag nicht setzen. Yumas fängt die Rotation ab. Nimmt den zweiten aber nicht mit. Jetzt ist auf einmal eine 2 gegen 1 Situation. Sessel gegen Jinzo. Aber Danny K full AP. Die anderen beiden nur half. Es rennt ihm aber die Zeit davon. Nur noch 10 Sekunden. Jetzt muss er durchlegen. Das ist die Chance für Sessel, hier was zu machen. Kriegt er aber nicht hin. 6-2 Plan B. Sehr gute Runde. Und natürlich, selbstverständlich, gibt es diesen geilen Bang von Raptus noch einmal für euch als Replay. Und zack, 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 und weg ist er. Insane Matches, die wir hier sehen. Jungs, ich hoffe, ihr habt das geklippt. Legendär, sowas gehört auf Twitter. So, währenddessen Mitte eingenommen von Plan B. Short Smoke kommt. Connector Flash kommt. Jumas will da jetzt reinpieken. Kriegt die Support Flash. Sieht aber keinen. Jetzt hat er die Schulter gesehen. Sessel geht down. Na, Richtung Rampe stehen zwei. ND macht dann Fallen noch einen mit. Stirbt aber trotzdem unglücklich. Danny währenddessen hält schon den Palace, Quatsch, den Jungle sauber. Der Fake Plant kommt. Letzte ist Jinzo überlebend. Und damit gegen drei full equipped Ts nur einer Deagle und einer Kevlar nichts mehr anfangen können. Ah. Hui, schöner Klick. Das war's. Yumas beendet das Leben des Jinzo mit einer HE-Granate, also hübscher Kobe, hübsches 7-2.
7:1 wäre aus Sicht von Deutschland natürlich schöner. Aber wir spielen ja auch mit zwei österreichischen Orgas. Von daher können wir da heute auch mal nicht drauf bestehen, lieber Chat. Können wir nicht. So, ND kurz pusht. Jin so weggeflasht. Lässt sie durchlaufen, nimmt zwei mit. Hui, Yuma's gerade noch so den Refrag geholt, aber das waren zwei wichtige Kills. Und da fällt die Runde wie ein Kartenhaus zusammen für Plan B. Yuma's alleine jetzt gegen drei. Einen nimmt er mit. Den zweiten kriegt er nicht mehr. Jetzt aber bekannt natürlich. So, Market und Sight. Yo, Sight nimmt er mit. Market ist bekannt. Yuma's weiß, wo Kali ist. Kali weiß, wo Yuma's ist. Und da läuft ihm ein Scope. Halleluja, ins Fadenkreuz. Also, geile Frags, geiler Klatsch. Sehr gute Runde von Yuma's gerade. Ein 8:2 sichert er ihn. Und richtig unlucky für Private. Das wäre deren Runde gewesen, die hätten sie gebraucht. Ja, es geht halt weiter, ne? Gucken wir mal aufs Scoreboard. Das sind 8 Runden in Folge, die Plan D jetzt gerade drauflegt hier, ne? Also 8 Runden. Jetzt mal ohne Witz. Geiler Shit, sag ich da nur. Yuma's hat richtig Bock, der klatscht heute einfach alles. Guckt euch das mal an, 12:2:6. Aktuell der Frag-Leader auf dem gesamten Server. Dahinter können sich Raptors und Danica mit 9 Frags aber auch gut sehen lassen. Gute Runde, Mitte oben nicht gecheckt worden. Jinzo holt sich den ersten, wird dann aber... Ne, nicht gefragt. Ezri holt sich 7, der die Mitte hoch wollte, oder was? Ne, der stand da oben. Ah, okay, alles klar. Mhm. Never mind. Ich hab nichts gesehen. Ich hab nichts gesagt. Alles gut. So, Yuma's. Underpass wird durchgesneakt. Da soll jetzt wohl die Mitte ein bisschen eingenommen werden. Um sich dann von dort aus zu entscheiden, wo man hingeht. Entweder geht man dann über kurz oder wahrscheinlich eher durch den Connector. Gar keine so schlechte Idee ist. Denn man hat ja Marco im Window stehen. Man hat hier Kali Underwood stehen. Marco macht den ersten im Balkon gegen Yuma's. Raptus jetzt vorm Connector. Hat natürlich den Reload. Zieht sich aber lieber, wenn jetzt sein Mate zurück ist. Wird jetzt doch ein B execute. Geht man schnell rein. Sessel sitzt auf dem Balkon. Wird er gecheckt. Zieht jetzt rum. Ah, ein bisschen zu früh meiner Meinung nach. Wird auch bestraft. Ah, Azuri fällt. Und damit ist es Raptus gegen 3. Mit 5 Sekunden auf der Uhr. Das ist unmöglich. Absolut unmögliches Ding. Das ist das 3:8. Private holt sich eine Runde und beendet die Pechsträhne nach 8 Runden in Folge. Anschluss. Auf geht's, Private. Mein Coin ging tatsächlich übrigens auf Private mit 2:0. Was denkt ihr denn darüber? Ich meine jetzt auch mit dem Stand, dass ihr ja jetzt im Grunde im Nacken. Was denkt ihr, wer entscheidet dieses Match? Ist es Private oder Plan B? Haut's mal rein in den Chat. Währenddessen sehen wir hier richtig schön, wie 1 Milliarde Flashes in die Mitte fliegen und Sessel keinen Frack setzen kann. Short wird gesmoked, Window wird gesmoked, Mitte-Kontrolle etabliert auf T-Seite. Wir haben ja bisher eine insane Performance von Plan B gesehen. Ich bin gespannt, ob sie das jetzt nochmal drehen können, beziehungsweise jetzt nochmal eine Runde holen können, um den quasi, um Private quasi so ein bisschen die Motivation zu nehmen. Ich meine, resetten kann man seit dem neuen Running-System nicht mehr wirklich. Deswegen bleibt dieser Loser-Bonus immer noch so weit oben, wie er hier ist. Guckt euch das mal an. 3-4 gibt es immer noch in der nächsten Runde. Und hier, dank einer Runde, bisher nur 1-9. Bisschen fairer gemacht hier. Kali mit einem wunderschönen Positioning, 2 weg. Marco nimmt sich noch einen weg, Raptus hat Kali gerade gerefrackt und jetzt ist Raptus mit dem ersten gegen Sessel. Macht es zu einem 2-on-3. Bombe wird gedroppt, Richtung Connector wird geflasht. Marco passt da aber auf, nimmt den zweiten auch noch mit. Damit ist es
Das 4 zu 8, die Anschlussrunde. Hier nochmal die beiden Kills von Maku. So, da ist die taktische Pause reingecallt von Plan B. Die haben jetzt natürlich gemerkt, yo shit, wir haben 2 Runden in Folge verloren. Dabei haben wir doch vorher so dominiert, so rasiert. Was läuft denn da nicht? Und das gilt es jetzt natürlich auf Seiten von Plan B herauszufinden. Denn, wie gesagt, das sind wichtige Punkte. Man möchte hier nicht auf dem letzten Platz der Tabelle stehen bleiben. Man möchte hier doch durchaus dem dritten Platz der Tabelle, dem Private Esports, eine Map abnehmen. Vielleicht sogar 2. Man spielt, um zu gewinnen. Und wenn man hier nochmal 2 Runden in Folge so unglücklich abgibt, dann ist das kein Spiel, um zu gewinnen. Dann ist es ein Spiel, um auch vielleicht mal ein paar Frags zu kriegen, aber mehr halt auch nicht so. Und das ist ja wohl nicht, das kann nicht die Intention sein, die Plan B hier an den Tag legt. Auch wenn sie gerade noch 8 zu 4 recht deutlich führen, ist das ein schwieriges Ding. Es werden natürlich erstmal Pistols gekauft, denn das Geld sieht nicht anders aus. Vielleicht spielt man jetzt einen schnellen Go. Überrennt die überraschten CTs ein bisschen. Und das ist ja durchaus mal passiert, dass man hier und da gefaked hat. Von daher sollte man sich aber in der Pistol keinen Fake erlauben, denn man braucht die gesamte geballte Mannesstärke, um auf, damit meine ich wirklich die Stärke von vielen Männern und nicht das, was ihr jetzt denkt, auf einen Spot zu kommen. So. Vernünftig dominieren, vernünftig überrennen. Dann kann das eine schöne Runde werden. Und wenn man nun die Bombenplant kriegt und 2, 3 Leute rausnehmen kann, ist das immer noch eine gute Eco. Ich bin gespannt. Ladies and Gentlemen, wann geht's weiter hier? Ready? Kommt die Frage von Raptus. Jo, kommt hier einfach von Sessel. Und dann gehen wir doch wieder live. So, 8 zu 4 für Plan B noch. 2 Runden in Folge hat Private schon wieder aufgeholt. Davor Plan B 8 Runden in Folge auf ihr Konto verbuchen können. Weiter geht's. Mit einer Eco und wie gesagt, gemeinsam der Push Richtung B. Da steht man schon mit 2 Mann, da kommt der Mollo von Seven rein. Man hat keine Smoke, um den zu löschen. Die Steps hat man gehört, jetzt kann man auf A natürlich ein bisschen gegengehen. Da liegt zwar eine Smoke, die eigene. Aber jetzt Bombe bekannt, Bombe down. Seven sprayt ein bisschen durch, kann aber nur einen Kill setzen. Da kann aber noch mehr passieren. Auf geht's. Noch wieder reingehüpft. Wieder schönen Schaden verteilen, aber leider keinen zweiten Kill holen. Und das könnte jetzt die Möglichkeit sein, für Plan B hier zumindest einen Bombenplan zu holen. Allerdings die Rotation schon eingesetzt. Mittlerweile 3 CTs in der unmittelbaren Umgebung. Sessel sieht das Köpfchen von Raptus und nascht ihn weg. Und das ist deutlich zu langsam, Jungs. Der Molotov hat da das Spiel denied. Seven da ein bisschen salzig, oder verstehe ich das falsch? Ah ja. So, Kali mit dem Frag in der Mitte. So. Azuri fällt auch noch. ND mit einem schönen Diegelklick. Ui, das sah schon fast nach Wackmann aus. So, und der Plant ist doch jetzt noch drin. Alles klar, erfolgreiche Eco. 3 Leute rausgenommen. Plant durchgebracht. Selbst wenn er die Runde jetzt verliert, kann er tatsächlich recht froh sein, dass er die Runde noch so gedreht hat. Da geht er weg. Maku holt sich den Kill gegen ND. Der Diffuse dürfte jetzt gleich durchgehen, da werden jetzt noch ein paar Waffen gesichert. Jo, Maku setzt zum Diffuse an. Schönes Messer übrigens. 8 zu 5, Private auf Aufholjagd. Mollo verworfen auf B. Raptus mit einer Smoke und einem Molotov, um ein bisschen weiter ranzutasten.
Maku flasht seinen Mate rein in die Rampe, der leider auf keinen Abnehmer findet, denn allesamt sind sie vor B. Das wäre ein schöner gesammelter Walk. Raptus gönnt sich den ersten. Das ist der Opening gewesen. Der zweite jetzt auch bekannt auf kurz. Schön so end up. Nimmt den ersten noch mit. Noch nicht gefragt worden. Humas refragt das Ganze. Bombenplant geht auf Default. Und damit Private im Retake. 3 gegen 4. Kali. Findet ND. Verkürzt zum 3 gegen 3. Die Flash kurz geht rein und dann rumziehen. Ein paar Alu, schöner Klick. Noch ein Halleluja und da fällt die Runde zusammen im Kartenhaus. Plan B, chancenlos gegen diesen Retake von Private Esports. 6 zu 8. Wir steigen ein in die letzte Runde der ersten Hälfte. Wenn Private jetzt auch verbucht ist, das ist eine solide Runde, die sie gespielt haben. Die 8 Runden in Folge hätte man nicht abgeben dürfen. Aber es ist noch alles drin. Hier ist noch alles möglich. Vor allem ist es auch erst die erste Map. Wir haben ja Zeit. Magic, eskalierst du ein ganz kleines bisschen? Kann das sein? Kann den mal jemand reparieren? Oh, Kali. Schönes Ding. Erst Support Flash von Sessel und dann nochmal einen selbst von Sessel gemacht. Raptus mittlerweile schon im Sandwich durch. Gönnt sich den Kali. Plant geht durch, da wird geretaked. Nein, Maku nimmt die Bombe raus. Krasses Ding. Und 4 gegen 2. Die Bombe nicht geleakt. Bombe jetzt offen fallen gelassen tatsächlich sogar. Danica nur noch. Impelis, Azuri versucht jetzt da Jungle zu peeken. Kriegt den ersten, kriegt den zweiten auf Stairs. Fällt gegen Jinzo. One on two. Dann die kleine Clash-Situation. Nur noch 16 HP. Jinzo beendet es mit einem Headshot. Good half, 7 zu 8. Private gegen Plan B. Auf jeden Fall doch schon eine solide Halbzeit gewesen von Plan B. Die 8 Runden in Folge, das war ein erstklassiges CS. Also gerade der Wallbang vorhin, also von Raptus, das ist halt ein krasses Ding gewesen. So. Aber dann hat sich Private gut gefangen, 5 Runden in Folge wieder gut gemacht. Ich meine, wir sehen es an den Kills. Auch so ein bisschen Kali mit 14, Jinzo mit 16 sind so die beiden, die gerade ein bisschen den Ton angeben auf der Seite von Private. Und ja, bei Plan B sieht es relativ ausgeglichen aus. Also die Raptus, Jumas, Danica, die geben sich da nicht so viel. Aber da geht noch was. Ah, da wird noch ein bisschen die Halbzeit rausgezögert. Hätte ich noch ein bisschen Werbung zeigen können, aber naja. Tut da nicht Not, nicht? Und weiter geht's. Genau, Plan B, 4 von 5 Österreicher. Private, 2 von 5 Österreicher, aber auch österreichische Orga, deswegen Österreich gegen Österreich spielt hier gerade. So, wir finden eine weite Verteilung. Raptus reagiert auf den Step und verrät seine Position mit dem Bang durch die Holzwand Richtung Kitchen. Da wird sich viel Zeit gelassen. Man möchte late executen. Man hat bei Private erstmal gewartet, ob jemand reinläuft. Bombe wird gepickt. Jetzt gibt es gleich einen A-Execute. Man hat 2 Smokes dabei bei Sessel und Maku. Da kann was gehen. Ein paar Smokes kommen rein. Flashes gehen rüber. Einmal, zweimal und da ist der Execute.
Jumas mit dem ersten Erfolg gleich. Gute zählte Defensive. Azuri, nochmal erfolgreich. 3 gegen 2, 3 gegen 1. Auf einmal ist das 7 alleine. Die Bombe ist schon tief gedroppt. Weiß natürlich nicht, ob hinter ihm noch einer ist. Er hat nur 2 gesehen bisher. Der dritte ist unbekannt. Er weiß nicht, dass er da steht. Er muss den Fokus auch nach hinten halten. Danica beendet's. 9 zu 7. Plan B kann wieder eine Runde holen. Schönes Ding auf jeden Fall. Einen schnellen Push über den Palace. Azuri kann 2 mitnehmen. Antinin ja nicht gecheckt worden. Jumas kann da easy noch ein paar Frags mitnehmen. Ja, da ist die Runde auch schon vorbei. 10 zu 7. Plan B baut ein bisschen aus. Aber jetzt Full Equip Round. 5 AKs, ordentlich Equipment auf Seiten von Private. Jinzo mit dem Refrag im Fenster. Währenddessen Raptors mit der Kontrolle in den B-Apps. Was? Jetzt die Chance, gegen 7 erfolgreich zu sein. Er kriegt ihn. Da haben wir eine 4 gegen 3 Situation. So, Marco pickt die Bombe Richtung Mitte. Da sind schon 2 unterwegs gewesen. Kurz wird angespielt. Jinzo vorgeschickt. Hört die Steps im Market. ND im Raptus erfolgreich. Jinzo den Rücken von ND gesehen. Da kommt die Support Flash, die er dodgen kann, aber gegen Raptus nicht erfolgreich. So, wieder nur ein Pistol bei. Bei dem Geld, kein Wunder. Die Nate sitzt richtig gut. Und dann kriegt Jumas auch noch 2 Kills in der Mitte. Den dritten auch noch, aber 4 und 5 kriegt er nicht mehr. Aber bei Kali sollte Kali noch fallen, dann gibt es da auf jeden Fall noch einen Assist dazu. Ja, verdient, nach der Nate, die er oben hochgeflogen ist. Ja, Azuri währenddessen schon Richtung T-Spawn ausgeschlossen. ND jetzt gegen Kali erfolgreich, da ist auch der versprochene Assist für Jumas. Ja, und 7 Mitte oben alleine mit einer Deagle, Kevlar Helm, 85 HP und der Bombe und der erste Kill gegen Dani. Seven ganz alleine. 45 Sekunden, genug Zeit ist da. Alle drei stehen Richtung B, aber ND hält den Connector. Wenn jetzt Seven gegen ND erfolgreich ist, ist er aber nicht. Da fällt das Ganze um. Und es stimmt tatsächlich, also es ist enorm wichtig für Private einen 2-0 zu holen, denn Private möchte weiter nach oben. Es ist genauso wichtig für Plan B einen 2-0 zu holen, denn Plan B steht auf dem letzten Platz der Tabelle. Der Abstieg wäre sicher, wenn sie weiter unten bleiben. Ist also eine spannende Partie, die wir hier sehen. Dieses quasi Österreich-Derby ist nicht nur deswegen spannend, weil es ein Österreich-Derby ist, sondern halt auch, weil es halt für beide Teams um viele geht. Und Plan B macht sie tatsächlich recht viel richtig gerade und kann sich gute Punkte sichern. Wenn es dann so weitergeht, ne? Seven erfolgreich in den Palace gegen Jumas. Jetzt kommt der schnelle A-Execute.
Ein paar Smokes gehen raus, ein paar Flashes gehen raus. Molotov folgt. Underwood Molotov. Azuri close an der Rampe. Nimmt den ersten weg. Nimmt den zweiten weg. Kriegt den dritten aber nicht. Cecil close distance mit der AWP weggesnackt. So, Seven. Einmal CT nachgesmoked. Dann. CT auch gefragt. Letzter bekannt. Weggenommen. Seven wirklich ein sehr erfolgreicher Spieler in dieser Runde. 12 zu 8. Private hört auf. Hat die Aufholjagd gestartet? Man weiß es nicht. Nach 4 abgegebenen Runden in Folge hat man eigentlich mal eine holen können. Das kennen wir doch schon von vorhin. Guck da mal. Also wurden 8 Runden in Folge gewonnen und dann gab es eine Aufholjagd mit 5. Sehen wir das jetzt nochmal? Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Ihr auch? Hypt euch. Cecil. Sneakt sich ran mit einer AWP im Anschlag. Und ist erfolgreich gegen Danny. Allerdings rechnet er nicht mit dem zweiten. Lässt Maku wieder lieber rankommen und den zweiten wegsnacken. Das läuft ganz hervorragend. Da kommen ihm die 12 Schuss der CZ in die Quere. Einen kriegt er, der ND. Mehr war es nicht. So. Plant auf B. 2 gegen 4 Retake. Jumas versucht es wahrscheinlich noch, um Exit-Frag zu kriegen. Aber bei Azuri, der macht keine Anstalten, noch nur irgendwie sich zu bewegen. Der safe doch lieber die M4, die er noch in der Hand hat, genauso wie Kit, Kevlar und Equip. Kali währenddessen nochmal eben seine Mate reingeflasht, um die Exit-Tracks zu ziehen, beziehungsweise noch die ein oder andere Person wegzunehmen. So, Jumas gleich gegen Sessel ran. Kriegt er den Exit-Track? Ne, Seven hindert ihn daran. Damit Seven wieder mit einer schönen, soliden Runde. Schöne Runde. Wieder die zweite in Folge für Private. Also es kann tatsächlich sein, dass jetzt dieses Comeback kommt, was wir gerade eben schon gesehen haben. Da scheint Private recht stark drin zu sein. Dürfen auf jeden Fall jetzt nicht die Geduld verlieren, nicht die Confidence verlieren. Und vor allem nicht den Fokus verlieren. So, für Plan B gilt es jetzt natürlich in der Echo so viele Kills wie möglich zu machen. Da ist der erste schon mal wunderschön, das Ding von Azuri sofort zurückgezogen. Waffe runtergedroppt für den Mate. Und die andere Waffe, Divin Palace, gesichert. Damit schon mal ein solider Start. Wenn das mit B jetzt angespielt, die Rotation setzt sofort ein. Das ist natürlich zwar schön schnell reagiert, allerdings es ist noch kein B-Execute. Merken sie jetzt vielleicht auch so langsam. Jetzt kommt die Bombe nämlich Richtung A. Und da kriegt gleich Azuri richtig was zu tun. Da ist zwar eine AK geschmissen gekommen, aber es hat sich aus dem Palace geholt. Aber halt eben schon ein Hit. Nur noch auf 73 runter. Der nächstgelegene Spieler ist nur noch Danny und der steht jetzt mittlerweile auch im Market. Beziehungsweise jetzt on site. 4 Leute decken B, nur einer A und es wird ein A-Execute mit 4 Leuten. Also, sollte die Runde fallen. Und ich glaube nicht, dass da genau noch viel passieren wird. Oh, schöner Teamkill, Maku. Hast du gut gemacht, kriegst einen Epic Slow Clap für. Aber nichtsdestotrotz. Der Plant ist erstmal da. Oh, wird natürlich versucht zu retaken. Ich meine, was soll man denn da saven? USPS kriegt man nächste Runde geschenkt. Und als CT braucht man sich auch keine Gedanken machen. Hui! Schau mir die Augen, Kleines. Und verloren. Jumas. Erfolgreich. Nice. Das ist tatsächlich, und das hätte ich nicht für möglich gehalten, die Runde für Plan B. Der Diffuse sollte locker durchgehen. AWP und AK mitgenommen. Huiuiui. Das war eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche Eco von Plan B eSports. Und das sehe ich tatsächlich auch so. Dadurch die Smoke zu pushen, ich meine, klar, man spielt gegen eine Eco, aber trotzdem ist das zu viel. Man weiß nicht, wie viel dahinter stehen, es sind noch 4 Leute am Leben. Das ist keine gute Entscheidung, durch eine Smoke zu pushen. Jetzt, Private, schneller go. Marco mit dem ersten Frag, Marco mit dem zweiten.
Hat den dritten auch auf dem Schirm, kann Danny auf 42 runterfraggen. Der Modo sitzt gut auf 23, hab hier runtergefraggt und da ist die Kontrolle auf dem A-Spot. Plant geht durch. Jinso mit dem Kill. Jinso mit, mit zwei Kills direkt. Ja, Raptus. One on four, da darfst du saven gehen. Da kommt nichts mehr. Erste Christo noch. Wobei, Full Life entscheidet er sich tatsächlich für den Retake. Ah, Seven mittlerweile surrounded. Aber den Fokus hat er. Aber nicht den Kill. Zehnte Runde Privacy Spots. Bei diesem Österreich-Duell frage ich mich gerade, wie viele Österreicher haben wir denn im Chat? Lasst doch mal, keine Ahnung, wieder eine österreichische Flagge, wenn ihr die von irgendeinem Streamer habt, sehen. Oder schreibt in Caps Lock Austria rein. Ich bin mal gespannt, wie viele von der österreichischen Szene wir gerade hier im Chat sitzen haben. So, mit der Kontrolle private. Alter, Moody. Red ich nett. Sehr schön. Ruby Magic machen es richtig. Hey, schöner Shot von Jumas. Da ist der Connector erstmal geklärt. Bombe wahrscheinlich im Augenwinkel eben gesehen. Kali smoked mal eben schnell kurz ab. Und Jumas guckt, dass er den kriegen kann. Kriegt er auch. Nächster One Deek. Nice, da ist er. Ne, diesmal klappt der Retake da nicht so ganz einfach. Diesmal hat Private die Augen für diese Schwachstelle. Und schließt hier mit einer 3-Mann-Deckung. Verliert zwar zwei, aber passt. So, Jumas, one on two, das darfst du saven. Der wollte natürlich mal gucken, wo der Rest denn so steht. Und zu gucken, ja, vielleicht kriege ich noch so einen kleinen Exit. Ja, nee, da wird halt nichts. Nochmal geguckt und für nicht gut befunden. Marco will da nicht weiter rein, die Waffe würde er gerne behalten. Obwohl mehr als genug Geld da ist, hätte er eigentlich gehen können. Naja, 11 zu 3. Private kommt immer weiter ran. Wir sehen es mal hier, 5 Runden auf dieser Hälfte schon geholt für die Jungs von Plan B und 4 Runden bisher für Private. Wenn Private weitermacht, immer mal wieder ein paar Runden holt, dann kann das was werden. Aber erstmal von Kali der Molo in den Connector. Das wird erstmal rausgeflasht, kann jetzt mit der AWP nicht mehr das Fenster halten. Xtreme hatte bestimmt auch immer Erdkunde 1. An der Baumschule. So. Flash Richtung Connector. Jinso guckt rein. Sieht nix. Azri misst den Shot. Misst auch den. Trifft dann zumindest den. Na, geht da noch was? Jinso gegen Danny, erfolgreich. 4 gegen 3 für Plan B. Allerdings weniger Equipment und vor allem viel, viel weniger Waffen. Der Einzige, der hier noch was hat, ist Jumas, weil er die aus der letzten Runde mitgenommen hat. Der Rest ist halt noch Pistol. Aber Jumas erfolgreich gegen 2. Das sind wichtige, wichtige Frags gewesen. Jetzt 3 gegen 1. Selbst mit Pistols, das ist nur eine Deagle, eine USP und eine P250, kann das noch was werden. So, die Steps sind gehört worden. Jinso, Step runter. Azri hört einfach alles. Es war nicht erfolgreich, aber jetzt auf jeden Fall bekannt. So, Jinso mit der Bombe auf dem A-Spot. Die AWP von ND gepickt und weg ist der Jinso. 14 zu 11 für Plan B. Das ist die zweite krasse Eco, die sie so verloren haben. Das ist jetzt, da hat sich Private echt nicht mit Ruhm bekleckert, was das jetzt angeht.
Jetzt geht es aber wieder schnell in Richtung B-Spot. Das hat letztes Mal schon ganz gut geklappt. Und vorletztes Mal nicht, weil man da einfach viel zu langsam war. Da kommt schon wieder der Molotow. Man hat wieder keine Smoke, die man da bereitwillig opfern möchte, um es zu löschen. Na, mit Raptus rechnet man. Wenn dem mit einem guten Anhit gegen den zweiten. Jumas durch die Smoke, das sah schon fast nach Wackbahn aus, alter Schwede. Die Nate kommt gut. Ach, doch nicht ganz so. Okay, never mind. So, Seven mit dem Plant of Default, 3 gegen 3 Retake. So. Dann nehmen wir der AWP. Jeden einzelnen Winkel kontrollieren. Azuri Molo da Mako raus, beziehungsweise, ne, die Molo kommt nicht weit genug. Mako kann da ganz entspannt stehen bleiben. Da kommt viel Equip um die Ohren geflogen. Mako jetzt die Chance, genau, macht das gegen... Hey, da passierte gerade sehr viel. Azuri, Team killt Mako. Sessel gegen Azuri. Und Sessel gegen Danny. Krasses Ding, der Teamkill hat's gebracht. Also, Kappa. Krasses Ding. 12 zu 14, das ist schon echt ein richtig spannendes Match. Und da kommt natürlich auch die Pause reingecallt von Jumas. Plan B merkt so langsam, ey, immer mal eine holen, zwei verlieren, eine holen, zwei verlieren. Das geht auf Dauer nicht so gut. Lass mal lieber gucken, dass wir die nicht so knapp gestalten, die Runden, und lieber mal ein bisschen was rasieren. Da wird sich jetzt taktisch besprochen. Und dann wird auf jeden Fall geschaut, wie es denn jetzt weitergehen kann. Also, 12 zu 14, Private Esports gegen Plan B Esports. Hypt euch noch mal ein bisschen im Chat. Gebt die Energie zu euren Teams, denen ihr eure Energie geben möchtet. Die, für die ihr cheert. Es ist hier noch nichts entschieden. Plan B braucht noch 2 und Private noch 4 Runden. Das ist jeweils eine kleine Handvoll. Da fehlt nicht mehr viel, um die erste Map für sich zu entscheiden. Es geht um 4. Plan B möchte vom letzten Tabellenplatz weg. Private möchte vom dritten auf den zweiten oder ersten. Also, die möchten hoch. Die wollen weiter. Die wollen's kriegen. Die wollen diese Division, also diese Season auf jeden Fall noch in die Div 1 aufsteigen. Und dafür brauchen sie den Relegationsplatz. Oder den Direktaufstieg. Aber in Division 2-2 ist halt Big der klare Favorit tatsächlich, also Big Academy. Da muss Private noch eine Schippe drauflegen. Also, Match wieder live. Besprechung vorbei. Auf Seiten von Plan B sehen wir eine Scout, eine P250. Sonst quasi mischt. So, Seven haut die richtig schöne Fixpunkt-Window-Smoke raus. Wird schnell von Kali angegangen, um dem armen Danny schon so ein bisschen zu geben. Ui, Big bekommt gerade von Prismatic auf die Mütze, das ist ja schön. Also, schön für die Diversität der Liga. Naja, mal gucken. Also, spielen übrigens gerade für alle, die es nicht wissen, bei dem guten Ping auf meinem Damage-Main-Kanal. Wer Bock hat, gucken, wenn die das nächste Match wieder so lang gestalten sollten, sollte das Big Match schneller fertig sein. Aber sollte dem nicht so sein, schicke ich euch natürlich nachher nach der zweiten Map noch rüber. Aber sehen wir dann gleich. Schönes langsames Aufbauspiel. Seit dem kleinen Anschuss im Fenster ist noch nichts passiert. Danny sich so ein bisschen in den Jungle zurückgezogen. Aimt auf Schlitz in Richtung Palace. Kann natürlich jetzt nicht mehr irgendwo offen stehen. Der hat jetzt schließlich nur noch 34 HP. Und jetzt gibt es den I-Execute. Jede Ecke schön gecheckt. Der Tower wurde durchblickt. Also ist der zweite jetzt eigentlich auch bekannt. Aber Jinzo denkt sich, ach nö. Oder Kali denkt sich, nö, ich würde doch mal lieber Underwood gucken. Mm-mm, da ist er weg. Und diesmal gibt es keine typische Plan B-Echo. Es sei denn, Danny wirkt jetzt Wunder. Und wie gesagt, Venom so schön, machbar, aber ultra schwierig. Der Bela richtet das Counter-Strike. So, letzter auch bekannt. Jinzo finisht den Danny. Und damit ist es ein 13 zu 14. Es sieht tatsächlich so aus, als wenn auf dieser Hälfte Private
das Spiel noch ein bisschen dreht. Ich meine, wenn wir jetzt im Rhythmus bleiben, ne? Hier 2-1, 2-1, 2 kommt jetzt die Runde für Plan B, dann gibt es 2 Runden für Private und dann sind wir in der Overtime. Also, sagen wir mal, habe ich noch keinen Kladdis-Chat-Command gesehen. Ja, hau den zuerst raus. Gucken, was wir machen. So, Arschwein executed. Marco den ersten. Marco mit dem zweiten. Und währenddessen schon ganz viel bei Kali passiert. Der ist allerdings gegen Jumasfeld. Da ist die 14-14. Sie haben das Muster kaputt gemacht. Sie haben mein schönes Muster kaputt gemacht. Da bin ich ja so ein bisschen autistisch, ne? Aber egal, 14-14. Private kommt ran. Plan B jetzt mit dem Full Buy am Start. Perfekt, danke, Birdie Knight, das wollte ich sehen. Heute machen uns mir alle besonders spannend und das finde ich sehr, sehr schön. Dafür liebe ich Counter-Strike. So. Über kurz wird durchgepusht, Juma sieht alles, macht den ersten, macht den zweiten. Vielleicht sogar den dritten. Nee, aber darum kümmert sich dann ND. Den anderen beiden Kills. So, Sessel alleine gegen 5. Mitte oben. Bombe down. An den Steinen. ND gibt dieses Flash in die Mitte. Jetzt ist selbstverständlich Sessel auch bekannt. Feld gegen Jumas. 15-14, Plan B. So. Map Point. Plan B. Wenn ihr die Runde jetzt holt, dann habt ihr ein sicheres 1-0 und damit ein sehr wichtiges 1-0 gegen Private Esports in der Tasche. Andererseits, Private, wenn ihr diese Runde holt, gibt es nur Overtime und nochmal die Chance für euch zu gewinnen. Wir tun abgesmoked von Jumas. Möchte aber lieber nicht weitergehen. Leute, ist das spannend. 16-7 Prismatic gegen Big Academy. Geil. Spannendes Ding. Ich wette, Ping hat genauso Bock auf seine Matches wie ich auf meinen. Das ist ja. Also, ohne Witz, ich kriege hier heute, wir kriegen hier heute ein fantastisches Counter-Strike in der zweiten Division geboten. Und das ist einfach. Einfach. Wunderschön. Wenn ich die ganzen Clips nochmal angucke, so den Wallbang. Und die ganzen anderen schönen Szenen, die da gesehen sind, so die Double Kills. Vorhin auch die geilen Frags auf Nuke im letzten Match. Das war doch alles insgesamt wunderschön. Das ist immer noch wunderschön. Und gleich gibt es ja noch eine zweite Map. Erstmal sind wir aber noch bei dieser. Jumas flasht sich selbst supportive aus dem Jungle raus und holt sich Kali. Merkt, dass es einer Palace steht, kann den callen und killen. Und alter Schwede! Da holt Jumas tatsächlich 3 Kills, bevor er down geht. Und sichert tatsächlich Plan B, vielleicht ja sogar die Map. Plan B Esports gegen Private. 16-14, 1-0. Wir gehen in die Werbung. Bis gleich.